Hallo, der Blind Spectator für euch am Mikrofon. Wir spielen weiter statt The Seven Sirens. Wir nähern uns dem großen Finale und sind gerade dabei, hier mit den Türmen Dinge zu tun. Energiesammler Mark 1, sonnenabsaugendes Silo. Oh, der wehrt sich. So ein Arschloch. Naja, sonderlich groß wehrhaft war er jetzt nicht, ne? Ich schätze mal, die wird doch stärker. Ich habe es geschafft. Nun zum zweiten Energiesammler. Okay, hier rechts geht's nicht weiter. So, der nächste ist dann hier oben. Erstmal kurz das hier machen. Dann einmal kurz das hier machen. Na. Na, was sucht ihr denn, Freunde der Sonne? Ich will mal kurz helfen. Eine typische Statue, muss man sagen. Energiesammler Mark 2, sonnenabsaugendes Silo. Der konnte auch nix. Zwei Energiesammler weniger. Nun zum dritten Turm. That's the plan. Immer wieder eine Stadt, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Einmal kurz baden. Moin. Und speichern. Und weiter geht die wilde Fahrt. Ein paar Magien fehlen uns auch noch leider. Wir brauchen noch zusätzliches Money. Wäre nicht schlecht. Einige Monsterkarten fehlen. Leute, ich grab die schon aus. Energiesammler Mark 3, sonnenabsaugendes Silo. Der konnte auch nichts.
Noch ein Energiesammler. Wir werden es schaffen. Was war hier? Haben wir schon mal geholt? Nee, haben wir noch nicht geholt. Aha. Geh mal da. Nugget. Aber das hilft uns nicht bei durch die Wand kommen. Das hier könnte noch mal special sein. Okay. Vielleicht kommen wir hier drauf nochmal zurück. Es könnte sein, dass da irgendwas Special Story-mäßiges ist. Hey Leute. Hä? Aber da wird mir einer angezeigt. Wie antiklimatisch. Du musst doch eins sein. Energiesammler Mark 4, sonnenabsorgende Silo. Der konnte auch nichts. Das wären alle vier. Es ist Zeit, in die Arena zurückzukehren. Dass wir die eine Statue da nicht rausgezogen kriegen, wundert mich. Ärgert mich. Du bist zurück. Wir wussten, dass du es schaffen kannst. Hast du? Ja, alle vier Energiekollektoren sind außer Betrieb. Das sollte den Stromfluss in die Stadt stoppen. Wenn das stimmt, wie erklärt ihr euch das? Leute, schaut! Wir sind schon zu spät. Ich muss gar nicht mehr weiterreden. Ärgerlich. Es ist ärgerlich, wenn sowas passiert. Meine Güte, es ist wahr. Die Stadt war wirklich ein Schiff. Und nicht irgendein Schiff. Ein Luftschiff. Mit Risky Boots am Ruder. Ihre Kanone ist direkt auf die Insel gerichtet.
Was sollen wir tun? Wir brauchen einen Plan, und zwar schnell. Wir müssen Shantae in dieses Schiff bringen. Hä? Okay, zeig uns, was du kannst. Was ist das? Sie hat eine Art Transportgerät herbeigerufen. Verstehe. Sie hat die Fähigkeit, Dinge zu teleportieren. Die Sirenen benutzen sie, um die Halbjins während des Halbjins benutzten sie, um die Halbjins während des Halbjins Festivals wegzubeamen. Jetzt möchte sie uns helfen, die Sirene einfach mal einmal zu stoppen. Hast du das alles von diesem nervigen Kreischen erfahren? Dem Hummermädchen scheint es gut zu gehen. Es ist Zeit für dich, dich Risky Boots zu stellen. Tu, was nötig ist, um das Luftschiff zu zerstören, bevor es feuern kann. Ich bin bereit. Passt. Zumindest, wir gehen hier natürlich noch einmal kurz rein. Und speichern auch einmal ab. Und habe ich genug Kinder von Skidbarons Schwester, dass ich die wieder töten kann? Ja, kann ich. Machen wir auch. Also das Ganze ohne zusätzliche Herzfelder durchschaffen, ist natürlich schon eine Challenge, ne? Ich habe gar nicht mein oberes Licht an. Fällt mir auf. Das hilft bei der zusätzlichen Beleuchtung hier. Sind wir jetzt eigentlich... Ne, das ist jetzt ein komplett neuer Bereich quasi. Weil hätte ja sein können, dass es irgendwie die bereits erkundete Stadt in Reverse ist oder sowas, ne? Dadurch. Tja. Ah. Da will ich. Oh. Ja. Augen! Oh. Geh weg! Da oben sieht's nach sowas aus. Tut sich aber nichts. Vielleicht irgendwann mal. Einmal geil speichern. Okay, da ist so eine Statue. Die konnte man ja... Man konnte den Zombie-Schädel da beleben? What the fuck? Das will ich nochmal. The fuck? Worauf die kommen, Alter, was hier versteckt ist für Easter Eggs quasi. Das hier sieht fishy aus. Ist es aber nicht. Okay.
Geht's hier noch weiter runter? Ja, aber nur ein bisschen. Und ich glaube, das lohnt sich nicht. Lohnt sich auch nicht für ein bisschen Geld, aber ey. Wir haben Skill, wir müssen ihn auch zeigen, ne? Wie war das mit dem Skill? Ich drück nach oben, aber irgendwie... Ja, nicht richtig. Ach komm, Alter! Ich hab nach oben gedrückt. Die Seile sind ein bisschen friggelig. Sirenensoldaten. Und warum arbeiten die jetzt für Risky, die Sirenensoldaten? Ja, wir speichern natürlich unseren Fortschritt. Ups, nee, nicht nochmal. Okay, machen wir doch nochmal. Noch jemand? Nein? Guck mal, die ist auch neu. Einmal nur kurz um zu gucken. Okay, da ist einfach so ein Blumentopf. Ich meine, gut, muss auch sein, ne? Müssen nicht, weil ich habe kein Zuhause, ich habe keine Pflanzen, aber... Okay, knapp, aber geschafft. Dachte ich mir doch, dass da unten Stacheln sind oder sowas. Ich würde gerne noch zum nächsten Speicherpunkt kommen.
Weiß nur nicht, ob der so nah dran ist oder nicht. Oh, Sirin, mein Monsterkarte, endlich. Auf die habe ich doch gewartet. Ich komme hier unendlich von den Typen. Da ist der Speicherpunkt. Dann würde ich sagen, war das wieder eine Folge Shantae and the Seven Sirens. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein!